Ein Spiel zu entwerfen ist kein kleines Unterfangen und ein neuer Siedler ohnehin nicht. Daher ist es umso wichtiger, deutlich zu machen, was genau ich vorhabe. Bis vor einigen Monaten war mir das selbst noch nicht so klar und die Gedanken für Einsiedler 5 waren nicht klar von denen für Einsiedler 3 plus 4 zu trennen, wie ich es in gewisser Weise schon früher angerissen habe. Einsiedler 3 plus 4 müssen wir zwar auch entwerfen, das ist hier aber mehr ein Zwischenschritt. Wir müssen natürlich Lösungen für die Stellen finden, wo Siedler 3 und Siedler 4 Gameplay direkt kollidieren, aber für eine Fortsetzung müssen auch sinnvolle Neuerungen her. Bedenkt bitte auch, dass ich meist Siedler 4 mit meinem Ultimate Balance Overhaul als Vergleich nehme. In vielerlei Hinsicht wäre die Siedler 5, so wie ich es interpretiere, ein Spiel im Stil von Siedler 3 und 4. Ich möchte mich aber auch verstärkt mit den übrigen Siedlerteilen befassen, sowohl den Vorgängern als auch Erbe der Könige und seinen Nachfolgern, um zu sehen, welche Mechaniken von dort sinnvoll integriert werden können. Und nicht zuletzt auch, um die Community hier etwas zu einen, die sonst in weiten Teilen sehr in ihren Lieblingsteilen eingegraben ist und keine Abweichungen duldet. Neben kleinen und großen Verbesserungen am bestehenden Gameplay sind Siedler 3 und 4 grundsätzlich das absolute Minimum dessen, was ich technisch sehen will. Siedler 2022 kam mit maximal 500 Siedlern pro Spieler, bei bis zu 4 Spielern pro Match. Selbst wenn man noch auf 1000 hochginge, ist das ziemlich wenig im Vergleich zu einem Siedler 4, das vor 20 Jahren bereits 1250 Siedler pro Spieler bei 8 Spielern pro Match hinbekam. Bei weniger Spielern ging es sogar auf 2500 pro Spieler hoch und Mods haben es erfolgreich auf 4000 Siedler pro Spieler, unabhängig von der Teilnehmerzahl, gepusht. Das sollte also das Mindeste sein, was in einem Siedler der 2020er Jahre möglich sein sollte. Eine Stadt in Siedler zu beobachten, sollte sich anfühlen, als würde man einem Ameisenstaat zusehen. Eine Modelleisenbahn ist auch ein Vergleich, der gerade bei Siedler 2 gerne gezogen wird, aber auch wenn ich einige Siedler 2 Features zurückbringen will, wird es wahrscheinlich näher an einen Ameisenstaat kommen. Das What You See is What You Get Prinzip wollen wir auch intakt lassen, auch wenn es das in manchen Belangen einschränken wird. Was ich auch von vornherein ausschließe, ist ein künstliches Transportlimit. Falls wir aus technischen Gründen eins brauchen, darf dieser Wert nicht erreichbar sein. Und falls er doch erreicht wird, haben die Spieler meinen Segen, ihn durch Mods zu erhöhen. Man darf mich dann gerne zitieren. Auf diese Weise können wir Rohstoffe wie Kohle so stark in die Produktionsketten einbeziehen, wie wir es für richtig halten. Der Mana-Zweig der Asiaten aus Siedler 3 wäre in einer Siedler 4 Prä-Kohle-Fix Prä-Ubometer absolut unbrauchbar gewesen, da ihre Distille Kohle gebraucht hätte. Und wo wir schon von Mods sprechen, er sollte möglichst viel editierbar sein, damit es Modder nach dem unausweichlichen Ende des offiziellen Supports nicht so schwer haben. Musik betreffend will ich am liebsten Heiko Ruttmann als Komponist zurück. Er war für die Musik der ersten 4 Spiele verantwortlich und hat damit nicht nur an doppelt so vielen Siedlerteilen mitgewirkt wie Serienschöpfer Volker Wertig, er hat definiert, wie ein Siedler zu klingen hat. Die späteren Teile hatten zwar keineswegs schlechte Soundtracks, aber wenn wir das Feeling der ersten 4 Teile von der ersten Sekunde an einfangen wollen, brauchen wir Heiko Ruttmann. Und wenn das nicht geht, jemanden, der seinen Stil imitieren und bei Bedarf auch weiterentwickeln kann. Zum Siedler-Feeling gehören für mich auch die Persönlichkeiten der Siedler selbst. Ab Erbe der Könige wurde es leider zum Trend, dass sich unsere Arbeiter ständig beschweren mussten. Daher schon mal die erste Designgrundregel: Siedler, die keine Charaktere mit Namen sind, sprechen nicht. Kurze Ausrufe wie bei den Geologen sind in Ordnung, aber ansonsten sollen sich unsere Siedler über Gestik und Mimik ausdrücken. Zelda handhabt es, soviel ich weiß, sehr ähnlich. Es geht um Emotionen, nicht um Wörter und Sätze. Die Siedler konnten damals schon jede Menge Persönlichkeit einbringen, ohne dass ich bei jedem Ranzoomen Beschwerden hören musste, wie schwer doch alles ist. Das habe ich ja auch schon im Siedler 2022 Video dargelegt. Eine durchaus sinnvolle Neuerung hier waren die Idle-Animationen für Gruppen von Siedlern, diese dürfen die für einzelne Siedler aber nicht ersetzen. Hier kann man richtig kreativ werden, die Animationen sollten bei Bedarf nur schnell abgebrochen werden können, damit sie nicht zu sehr verzögern, dass die beteiligten Siedler eine neue Aufgabe übernehmen. Wenn es um Dinge wie Zeitung lesen geht, kann die Länge auch gut variieren. Wenn 3 Siedler anfangen mit einem Springseil zu spielen, wäre ein Abbruch vielleicht etwas aufwendig, diese Animation sollte also eher kurz sein. Vielleicht sind die Siedler einfach nicht sehr gut darin und stolpern schon beim dritten Sprung. Das sind natürlich alles Kleinigkeiten, aber es waren genau solche Dinge, die den Siedlern früher ihren einzigartigen Charme gegeben haben. Die Spiellogik muss aber auf jeden Fall robuster werden. Siedler 4 lässt zum Beispiel nicht zu, dass völkerfremde Einheiten erworben und gesteuert werden. Age of Empires hat mit sowas zum Beispiel keinerlei Probleme, hier ist es völlig normal, dass sie die Einheiten anderer Völker bekehren oder für eine Mission bekommen können. Mit anderen Worten, es soll möglich sein, dass wir in einer Wikinger-Mission per Skript ein paar Blasrohrschützen bekommen. Für die Römer hat das eine weitere Bedeutung, da bekehrte Spezialeinheiten bisher immer zu Sanitätern wurden. Sie konnten also indirekt Zugang zu jeder Spezialeinheit erhalten, die gegen sie eingesetzt wird. Generell wird die Bekehrung aber nur noch die Farbe der Einheit und ihren Besitzer ändern, aber nicht ihr Aussehen. Man könnte also auch ein paar Wikinger-Schwertkämpfer in einer sonst römischen Armee haben. Falls sie irgendwie völkerfremde Priester bekommen, behalten diese auch ihr übliches Zauberarsenal. Verbündete Einheiten in Fähren oder anderen Fahrzeugen zu transportieren könnte etwas schwieriger sein, wäre aber okay für mich, solange der Besitzer seine Einheiten eigenständig aus der Fähre entfernen kann.
Ebenso sollten dynamische Teams möglich sein. Siedler 4 versucht es zwar ein paar Mal mit KIs, die sich neutral verhalten und erst später feindlich werden, wie in Mission 2 der Hauptkampagne, aber das funktionierte nie richtig gut. Offiziell waren diese Spieler von Anfang an mit uns verfeindet. Ein Betrug hatte also auch keine emotionale Wirkung, weil wir nie mit dieser KI befreundet waren. Als Kartenhersteller sollten wir auch in der Lage sein, ein paar Handelsmöglichkeiten mit etwaigen KI-Verbündeten zu definieren. Das lässt sich in Siedler 4 zwar schon imitieren, wozu ich auch schon seit ewigen Zeiten ein Video plane, aber sowas sollte auch ein offizielles Feature sein. Für Kampagnen und Szenariozwecke wäre mir auch wichtig, Helden- und benutzerdefinierte Einheiten zu etablieren. Helden wären eine Möglichkeit, dass Charaktere mit Namen auch tatsächlich in einer Mission beteiligt sein können. Generell sollte es aber auch möglich sein, im Karteneditor eine spezifische Einheit zu nehmen und ihr komplett eigene Stats und Boni zu verpassen. Helden könnten hier sogar Zauber bekommen, die sonst Priestern vorbehalten wären, mit unabhängigen Stats von den normalen Varianten dieser Zauber. Stelle ich mir auf jeden Fall nützlich vor, wenn man einen Halbgott wie Achilles oder Herkules in seine Mission integrieren möchte. Ihr habt einen Halbgott, dessen Vater Jupiter sein soll? Gebt ihm einfach eine Variante des Blitzzaubers. Auch ein König Artus könnte so gegen eine absolute OP-Variante ausgetauscht werden, wenn ihr eine Nebenquest habt, in der ihr Excalibur suchen und finden müsst. Außerdem wäre es möglich, ihnen Immunität gegen bestimmte Zauber wie Bekehrung oder Angst zu verleihen. In einem eingeschränkten Maße kann das gleiche Prinzip auch auf bestimmte Gebäude ausgedehnt werden. Zumindest für Türme sollte das funktionieren, sodass wir zum Beispiel Türme mit höherem Bonusschaden oder einzigartige Burgen mit absurd hoher Gesundheit und Panzerung haben können. Was Gebäude als Ganzes angeht, sollte jede Ware im Spiel theoretisch auch als Baumaterial verwendbar sein. Siedler 4 lässt hier leider nur Bretter, Steine und Goldbarren zu. Bretter, Steine und eventuell ähnliche Grundmaterialien werden zwar die Hauptbaustoffe bleiben, aber gerade für etwaige Gebäude-Upgrades oder ganz spezielle Fälle halte ich es durchaus auch für sinnvoll, zum Beispiel Eisenbarren verwenden zu können. Wo wir schon von Stats reden, auch hier brauchen wir ein wesentlich robusteres und flexibleres System, als Siedler 4 es uns geboten hat. Allein schon, dass Rüstung in mindestens zwei Kategorien für Nahkampf und Fernkampf geteilt wird. Ebenso die Fähigkeit, einer Einheit oder einem Einheitentyp Bonusschaden oder Bonusresistenz gegen andere Einheiten zu geben. Wenn wir das für reguläre Einheiten vermeiden können, wäre mir das zwar lieber, manchmal ist sowas aber die sauberste Lösung, um einen Einheitenkonter zu schaffen, ohne die restlichen Verhältnisse zu verzerren. Genauso sollten Reichweite, Sichtweite und Gesundheitsregeneration frei änderbar sein. Wenn wir schon Einheiten haben, die den Besitzer wechseln können, sollte es auch eine Option geben, neutrale Gaia-Einheiten auf Karten zu verteilen, die ein Spieler finden kann und dann in das Team des Finders wechseln. Anders als in Age of Empires müssen wir uns in Siedler aber Militäreinheiten immer erarbeiten. Soldaten als Gaia-Einheiten sollten also auf Zufallskarten, wenn überhaupt vorhanden, die absolute Ausnahme sein. Diebe, Pioniere und Geologen halte ich dafür besser geeignet, um Spieler für das Erkunden der Karte zu belohnen. Falls möglich, sollte auch der Karteneditor ins Spiel integriert sein, sodass wir problemlos Karten erschaffen und mühelos testen können, ohne für jede Kleinigkeit zwischen zwei Programmen wechseln zu müssen. Ein Karteneditor halte ich für absolut notwendig, um das Spiel langfristig lebendig zu halten, wie man besonders an Siedler 3, 4 und Erbe der Könige gesehen hat. Er sollte daher spätestens mit der ersten Erweiterung erscheinen, wenn nicht direkt zum Release des Spiels. Generell erwarte ich eine transparentere Nutzeroberfläche. Siedler 4 verrät uns nicht mal, wie viel Gesundheit ein Soldat eigentlich hat, und das ist echt nervig, wenn man wie ich regelmäßig Dinge ausprobiert und testet. Die Gesundheit und andere Sets von feindlichen Einheiten zu sehen, könnte aber kritisch sein. Wenn ich eine Schwäche in der feindlichen Linie so direkt sehen kann, kann ich sie mit einem gut gezielten Blitzzauber viel eher ausnutzen, als ich es in S4 könnte. Falls ein Einheitenerfahrungssystem, worauf ich später zurückkommen werde, integriert würde, wären erfahrene Einheiten auch ein besonderes Ziel für den Bekehrungszauber, sofern der Erfahrungsstatus erkennbar ist und beibehalten wird. Von mir aus kann man dem Spieler diese Informationen entweder vorenthalten oder offen präsentieren, aber es verändert natürlich Kampftaktiken. Aber auch für Gebäude möchte ich bitte nicht erst mit der Stopp- oder daneben sitzen müssen, wie ich es für Siedler 4 gemacht habe, um rauszufinden, wie viel jedes Gebäude produzieren kann. Eine weitere Neuerung, die ich für relativ wichtig halte, sind rotierbare Gebäude. Häfen und Werften haben in S4 bereits 8 verschiedene Varianten, je nachdem wie die Küste ausgerichtet ist, aber das ist hier auch technisch eher umständlich gelöst. In einem Siedler 5 sollte so ziemlich jedes Gebäude in 6 Richtungen ausgerichtet werden können, auch wenn es für manche wie den großen Tempel vielleicht wenig Anlass gäbe. Allein schon, um die Debatte über Völkervorteile bei gespiegelten Startpositionen, weil die Türen von Steinmetzen oder anderen Gebäuden auf der falschen Seite liegen können, zu begraben. Aber eine Mauer aus Türmen braucht das auch, da sie sonst grundsätzlich vom Süden aus angreifbarer ist als vom Norden. Auch Farmen, Wasserwerke und Fischerhütten könnten so günstiger ausgerichtet werden. In Zeiten von 3D-Modellen sollte das gestalterisch kein Problem darstellen, und selbst etwas wie die Building Post Lines in Siedler 4 ließen sich sicher auch für rotierte Versionen anhand eines Standardgrundrisses extrapolieren. Großes Endziel wäre es, Siedler als starkes Franchise zu etablieren. Offensichtliche Konkurrenten wären Age of Empires und Anno. Ersteres als RTS-Klassiker mit starkem historischen Bezug, letzteres als Aufbauspiel.
Ich sehe Siedler als Aufbauspiel RTS-Hybriden irgendwo dazwischen. Von beiden können wir lernen, aber es wäre eine schreckliche Idee, sie in ihren eigenen Stärken übertreffen zu wollen. Leider ist das genau das, was Ubisoft mit dem neuen Siedler bisher versuchen wollte, erst in Anno und dann in RTS-Richtung. Für Siedler als Franchise wäre es besser, seine eigenen Stärken auszubauen. Anders als Anno war es immer mehr auf die militärische Eroberung ausgelegt. Anders als Age hatte Siedler zwar historische Inspirationen, nahm aber Siedler 3 auch von vornherein die Mythologie der ausgewählten Völker im Spiel mit auf. Noch dazu koexistieren hier historische Völker wie die Wikinger und Mayas mit legendären Völkern wie den Amazonen und Trojanern. Und Siedler hat das alles auch nie zu ernst genommen und ging manchmal auch in die Richtung einer Parodie, vergleichbar mit einem Asterix-Comic. Mit anderen Worten, wir haben keinen Bedarf, die Konkurrenz in ihren stärksten Disziplinen herauszufordern. Notfalls machen wir uns halt unsere eigenen Disziplinen. Als Fortsetzung müsste Siedler 5 auch sinnvolle Neuerungen einbringen und hier stellt sich natürlich die Frage, was? Was fehlt denn? Was könnte man noch ergänzen? Hier muss ich etwas weiter ausholen, denn hier kommt mir immer wieder ein Video von Chef Thrillers Productions in den Sinn, genauer gesagt ein Video darüber, wieso Shrek 2 eine perfekte Fortsetzung ist. Und hier trifft er sinngemäß folgende Aussage. Es kann keinen perfekten Film geben, aber es kann eine perfekte Fortsetzung geben. Er stellte hierfür folgende Kriterien auf. Das Universum des Vorgängers sinnvoll erweitern, die Geschichte auf eine neue, fesselnde Art und Weise fortsetzen, die Themen des Vorgängers fortführen oder neue Themen ergänzen und eine bleibende, positive Spur auf dem Franchise hinterlassen. Das ist natürlich nicht 1:1 auf ein Spiel übertragbar, gerade bei einem Strategiespiel, das vergleichsweise wenig Ansprüche an seine Geschichte stellt. Aber das Erbe der Könige hat keines der vier genannten Dinge getan. Es hatte seine eigenen Themen, aber diese standen in keinem Bezug zu denen des Vorgängers. Und genau das ist der Punkt, wo das Erbe der Könige als Fortsetzung versagte, als eigenständiges Produkt aber durchaus passabel war. Fairerweise war aber auch Siedler 4 hier alles andere als perfekt. Das Spiel ist berüchtigt für seine Bugs und seinen noch desaströseren Zustand zum Release. Auf die Geschichte und das etablierte Universum von Siedler 3 nahm es kaum Bezug. Das Thema des Vorgängers war zwar noch präsent, aber deutlich genervt. Und ob es eine bleibende, positive Wirkung auf das Franchise hatte, ist durchaus fraglich, wenn man bedenkt, wie viele Spieler bei Siedler 3 geblieben sind. Aber da ich es schon anspreche, was meine ich eigentlich mit Themen? Ab Siedler 2 gab es immer ein Rahmenthema, um das sich sowohl die Geschichte des Spiels als auch die größten Neuerungen drehten. Siedler 2 hatte Schifffahrt, die by the way trotz ihrer berüchtigten technischen Umsetzung angenehmer funktioniert als zwei Spiele später, plus den typischen gestrandet auf einer fremden Insel-Plot. Für Siedler 3 war das Thema göttliche Intervention, das sich storytechnisch mit dem ganzen Wettbewerb unter den Göttern und gameplay-technisch mit der Einführung von Priestern und Magie äußerte. Siedler 4 versuchte dies mit dem dunklen Volk zu erweitern und ich mag das dunkle Volk als Antithese zu den anderen Völkern wirklich sehr gerne. Aber man braucht schon etwas mehr als ein Stilmittel, um eine Geschichte zu erzählen. Nur zwei Charaktere aus Siedler 3 sind in Siedler 4 präsent, er und Conqueror. Ersteren hören wir aber immer nur, letzteres in Siedler 4 so anders präsentiert, dass man ohne das Vorwissen aus Siedler 3 denkt, sie gehört in irgendeiner Weise zu Morbus, als dass sie die Schutzgöttin ihres eigenen Volks wäre. Der Comic, den by the way auch kaum jemand kennt und die Geschichten von Siedler 3 und 4 verbinden sollte, macht auch noch deutlicher, dass Morbus und Conqueror alles, aber keine Freunde sind. Dennoch begleitet Conqueror im Intro zu Siedler 4 Morbus ins Exil und interveniert zu seinen Gunsten, als sie das Gras unter ihm wegbombt. Und zu Beginn des Trojaner-Addons befreit sie ihn sogar aus der Versteinerung, wozu sie aber keinerlei Grund hat. Da das ihr letzter Auftritt war, kann ich nicht beurteilen, ob sie Chaos für irgendeinen vierdimensionalen Schachzug stiften wollte oder ob die Autoren einfach nicht wussten, wie sie Morbus sonst wiederbeleben konnten. Morbus versagte aber auch als Antagonist, da wir nie wirklich einen Grund bekommen, ihn zu hassen, noch er selbst als eigentliche Bedrohung etabliert wird. Seine Wiederbelebung dürfte bei den meisten Spielern kein Oh-Shit-Moment, ohne eher ein Oh-Shit, here we go again Moment gewesen sein. Noch frustrierender an der Sache ist, dass wir im Comic doch tatsächlich ein Design für Thor im Siedler 3-Stil sehen. Conqueror hatte auch noch ihr S3-Design. Ich vermute daher, dass man ursprünglich die animierten Zwischensequenzen aus Siedler 3 beibehalten wollte und sich später dazu entschied, auf 3D-Sequenzen umzusteigen. Vermutlich, weil das gerade hip war, aber dann fehlten vermutlich Zeit oder Geld für neue Charakterdesigns. Das führte leider dazu, dass hier viel Potenzial verloren ging, um Geschichten abseits der beiden Kriege gegen das dunkle Volk zu erzählen. Mit dem Trojaner-Add-on hätte man zum Beispiel die Chance gehabt, sich an der Elias zu bedienen. Göttliche Beteiligung gab es da auf jeden Fall genug. Das Erbe der Könige hat aber auch ein taugliches Rahmenthema, nämlich Wettermanipulation und wie ihr Gebrauch oder Missbrauch ein Königreich zum Wohlstand führen oder ins Chaos stürzen kann. Das würde ich durchaus gerne aufgreifen und mit der etablierten göttlichen Intervention verbinden. Ich habe mich hier noch nicht völlig festgelegt, aber ich glaube, eine sinnvolle Fortsetzung wäre das Thema Magie gegen Forschung bzw. Glaube gegen Wissenschaft. Das What You See is What You Get Prinzip legt uns hier einige Steine in den Weg, für die ich hoffentlich kreative Lösungen finden kann. Falls nicht, muss ich eben eine Alternative finden.
Was den Grafikstil angeht, habe ich keine starke Präferenz. Sowohl der Siedler 3 als auch der Siedler 4 Artstyle sollten gut funktionieren. Oder auch eine Mischung aus beidem. Bei Zwischensequenzen bin ich auch durchaus flexibel, solange man die verschiedenen Charaktere, insbesondere die Götter, stimmig darstellen kann. Von mir aus können die Zwischensequenzen auch einfach die Siedler der Anime sein, wenn es ein guter Anime ist. Eine gewisse Stilvariation zwischen Szenen auf der Erde und Szenen im Pantheon könnte auch einen Kontrast zwischen diesen beiden Welten und ihren Bewohnern erzeugen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass bei der Gestaltung der generischen Siedler ein eher unbewusst wahrgenommener Aspekt beibehalten wird. Einige Leute waren ziemlich getriggert, als ich es doch tatsächlich gewagt habe, die Siedler in meinem Ersteindrucksvideo zu Siedler 2022 an einer Stelle zu gendern. Was ich damit aber meinte war, dass viele Siedler, insbesondere die Träger, die den Hauptteil unserer Bevölkerung ausmachen, ziemlich androgyn gestaltet sind, auch wenn das vermutlich eher ein Nebeneffekt der übertriebenen Körperproportionen ist. Zumindest bei Römern, Mayas und Trojanern würde ich nicht sagen, dass das eindeutig Männer oder Frauen sein sollen. Amazonen sind natürlich offensichtliche Ausnahmen und die Wikinger haben auch klar erkennbare Bärte. Aber grundsätzlich finde ich das sehr geschickt und halbiert auch den Aufwand, der entstehen würde, wenn man für jeden Siedlertypen männliche und weibliche Varianten erstellen wollte. Bei den einzelnen Berufen ist es auch wieder relativ egal, ob das eindeutig Männer oder Frauen sein sollen. Ein Kritikpunkt, der die Reihe von Anfang an begleitete, waren die Siegbedingungen. Egal was kam, am Ende musste man meist den Gegner überrennen und das Militär war stets der Punkt, wo alles, was in einer Siedlung produziert wurde, zusammenlief. Und die Standard-Siegbedingung in Siedler 3 und Siedler 4 ist auch absolut schrecklich. Alle Türme des Gegners zu erobern ist an sich okay, aber wenn der Gegner nur einen seiner Türme behalten muss, führt es oft dazu, dass man Wo ist Walter mit diesem einen Turm spielen muss. Und da viele Spieler auch die Expansion in die Siedlung des Gegners verbieten, gibt es auch keinerlei Bestrafung oder Nachteil, wenn man seine Türme nicht stehen lässt. Noch dazu ist je nach Platzierung dieses Turms seine Eroberung nicht gleichbedeutend mit der Zerstörung der gegnerischen Siedlung, diese gibt einfach nur willkürlich auf. Diese Siegbedingung bedeutet aber auch, dass ich früher oder später zwingend in den Angriff übergehen muss. Zum einen ist das für ein Spiel, das zuerst ein Aufbauspiel sein will, etwas armselig. Zum anderen nimmt es Völkern, deren Spielstil implizit defensiv ist, zum Beispiel den Trojanern, auch ein Stück weit ihre Existenzberechtigung. Es gibt aber durchaus Wege, hier Alternativen anzubieten. Ich weiß bereits mindestens eine, die perfekt zu einem Aufbauspiel passt. Aber auch wenn ihr diese Siegbedingungen verfolgen wollt, werdet ihr euer Militär nicht vernachlässigen dürfen, nur dessen Einsatzzweck verändert sich. Und ihr dürft keineswegs erwarten, dass euer Gegner euch euer Ziel ungestört verfolgen lässt. In den nächsten Videos werden wir grob die spielbaren Völker planen und versuchen, die Gameplay-Konflikte zwischen Siedler 3 und Siedler 4 zu lösen. Was davon zuerst kommen wird, kann ich aber noch nicht sagen. Alles hängt irgendwie zusammen und das macht es schwer, einen Punkt zu finden, wo man anfangen kann. Aber bis dahin könnt ihr auf meinem Discord eure Gedanken zu einem Siedler 5 äußern. Ich habe dafür einen eigenen Channel eingerichtet. Ich bin gespannt, welche Ideen von euch kommen werden. Für die Kommentare unter diesem Video habe ich aber bereits eine Leitfrage. Was ist eurer Meinung nach das größte Problem in S4, das eine Fortsetzung lösen müsste? Ich schaue dann, was sich machen lässt.